Helios, Helios, Helios. Ho, 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 ho. Hi. Du kannst nicht schießen, ne? Ach, cool. Irgendwie war der schon tot. Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Also bisher geht's ja noch klar mit den Gegnern, ne? Aber die schießen doch alle noch nicht. Schießen Gegner sind immer blöd. Ah, lalalalalalala. Okay. Nom, nom, nom. Ist hier das Potenzial, dass ich hier irgendwo vielleicht was verstecken könnte, dürfte, sollte? Okay, das ist jetzt ein bisschen uncool. Jetzt kriegen wir schon irgendwie nicht hin. Okay, halt nicht. Versuch war es auf jeden Fall wert. Ich habe irgendwie immer hier die Paras, dass sich dann hier irgendwie in den Pflanzen drin quasi was versteckt. Also einfach nicht sieht, was aber ziemlich, ziemlich fies wäre. Mann! Der hat so eine Erholung nach den Angriffen. Und die, da habe ich ein Talent für, dass ich genau während der Erholungszeit versuche, auf den nächsten Gegner direkt zu gehen. Muss ich mir nur dran gewöhnen. Ich habe noch genug Energie. Und da gibt es auch wieder direkt neue. Also noch ist das Spiel auf jeden Fall sehr nett zu mir. Dankeschön. So, leck mich. Leck mich! Ja. Das war echt knapp. Brrr, okay. Ganz gediegen, hör mal. Zack, zack. Dann haben wir wieder Vollenergie. So muss das sein. Bevor ich jetzt runtergehe, von hier nochmal eine kurze Perspektive. Nö, hieß. Nothing. Welche Gegner hier? Auch nicht. Schön. Da oben sind Gegner. Da oben. Warum war ich denn hier noch nicht, sag mal? Bin ich jetzt besteuert, sag mal? Das ist ja unglaublich. Ich weiß, das ist hier wahrscheinlich der Weg, den ich auch gehen muss. Aber dann gehe ich jetzt noch nicht. Nee, nee, nee. Ich muss erstmal da vielleicht auf die andere Seite mal kommen. Brauche ich da irgendwas für, oder? Ich glaube, da brauche ich was für. Ja, okay. Dann mache ich das jetzt noch nicht. Aber vielleicht gibt es ja auch Bereiche, die man vielleicht nur mit Dexter machen kann. Weil du musst ja direkt wieder an Dexter zurückdenken. Was wirklich auch ein ziemlich cooles Spin-off war, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Auch mit schönen Aufgaben und so. Ein paar Minispielchen. Und das alles halt für die PSP damals. Die war schon echt stark zwar, aber die war trotzdem ja sehr begrenzt in ihren Fähigkeiten. Gehen wir unten lang? Nein, wir bleiben erstmal oben. Ui, komm, komm, komm. Oh, so ein Precursor auf Radar, das wäre natürlich auch geil, wenn ich mir da eins kaufen könnte. So, danke. Dankeschön. So. Okay, da unten gibt es stärkere Gegner. Ganz offensichtlich. Ah, das Ventil. Du gestattest? Sag nichts. Wehe, du lachst jetzt. Nächstes Mal drehst du am Ventil. Ich wollte nur drehen, aber du wolltest ja nicht. Nice, okay, gut. Jetzt muss ich nur mal kurz... Achso, jetzt kommen wir wieder zurück. Wir gehen auch erstmal zurück, weil ich glaube, jetzt hier schon versuchen weiterzumachen, wird keinen Sinn machen. Aus folgenden Gründen nehme ich, weil ich will gerne eine Waffe vorher haben. Und wir haben auch einen gefunden. Schön, schön. So, das kann man vielleicht mal gucken. Und zwar... Kommt ja schon runter.
Okay, 200 Precursor Orbs scheint es hier im Spiel zu geben. Ich glaube, letztes Mal, im ersten Teil gab es ungefähr 11.000. Bei der Hälfte der Fläche wohl bemerkt. So, okay. Ja gut, dann kommen wir hier garantiert später nochmal wieder zurück. Weil ich denke mal, das ist darauf ausgelegt. So, auch so ein bisschen Demon's Souls-like, ne? Man hat verschiedene Bereiche, wo man erstmal einen Teil machen kann, wo es aber noch keinen Sinn macht, weiterzugehen. Weil man da vielleicht auch gar nicht weiterkommt. Okay, jetzt sind wir hier. Sind das die Slums hier? Ja, ne? War keine Ahnung. Oder Bayou. Sumpfgegend. Auf jeden Fall fahren wir erstmal ein bisschen durch die Gegend. Ich möchte hier nicht durchlaufen. So. Die Steuerung ist hier schon echt... Also, wenn man die Schiffe sieht, muss es genauso eine Steuerung sein. Was ist das denn da vorne jetzt? Schauen wir uns mal hier um. Hi. Sei gegrüßt, großer Krieger. Ich spüre dunklen Zorn in deinem Innern, der dich in den Wahnsinn treiben und vernichten wird. Nur die letzten Mächte der Precursor können dich retten. Zerstöre meine Feinde, jene Kreaturen, die ihr Metallschädel nennt. Bring mir 25 ihrer Schädelsteine. Dann lehre ich dich, diese Mächte zu kontrollieren. Ah, okay. Für dunkle Macht L2 drücken, aber ich habe noch nicht genug. Ich habe erst 10 Steine. Deswegen, weil ich konnte mich noch daran erinnern, irgendwas war damit. Irgendwas war mit diesen goldenen... Wo ist mein Auto? Ey, du alte Ratte. Ah, wer hat mir den jetzt... Oh. Echt unterm Arsch weggerissen, unglaublich. Dreieck zu benutzen, was? Achso, ich hätte eins klauen können. Echt wie dumm. Ja, dann gehen wir erstmal zu Fuß weiter, würde ich sagen. Ja. Und sonst alles klar bei euch. So, nehmen wir dich jetzt. Ob du willst oder nicht. Ja, komm, rein aber. Rainier Wolf Castle. Au! Scheiße. Habe ich nie aufgepasst. So. Nein, also wie gesagt, eigentlich die Physik, Fahrphysik, wenn man so nennen kann, oder Schwebphysik, wie auch immer, die ist genauso, wenn man das Ding sieht, wie man sich das vorstellen würde, wie es sich anfühlen müsste. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ob es gut ist, ist eine andere Sache, ne? Aber ich meine, ey, ich habe... Ich meine, ich habe hier keine Traktion, ich habe hier keine Reifen, wie soll es sonst anders sein? Es muss träge sein. Ich will euch nicht kaputt machen, ne? Aber wenigstens ist das Gerät, was ich jetzt hier habe, ein bisschen stabiler zumindest. So. Oh. Guck mal, ich habe sogar einen Rückwärtsgang. Geil. Wie funktioniert der Rückwärtsgang? Habe ich vorne auch nochmal Düsen? Ist was kaputt? Ich habe jetzt vielleicht auch schon 10.000 Precursor Orbs übersehen. Kann auch sein. Ach, guck mal, was haben wir hier nämlich? Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Irgendeine extra Aufgabe? Zum Sprechen! Eine Rennherausforderung, was zum Teufel? Leck mich! Genau, jetzt müssen wir nämlich durch Ringe fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, wir machen es nochmal. Ja! Oh, das ist gut. Das ist nämlich genau eigentlich mein Bestreben. Weil ich will es da nicht immer wieder zurückfahren müssen. Entschuldigung, ja, das ist natürlich jetzt echt ungünstig. Man kann es nicht anders sagen. Ist mir scheißegal. Ich muss die Rennherausforderung schaffen. Wir müssen. Wohin? Gut, 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 gut. Okay, jetzt müssen wir eine Etage nach oben. Alter, boah. Ich hab hart verhackt. Ja! Schade. Scheiße. Okay, ja, gut, aber wenn man natürlich dann die Strecken kennt, oder die Abläufe, klar, dann kannst du natürlich ein bisschen besser laufen.
Weil es ist das erste Rennen, muss man dazu sagen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht allzu schlimm sein. Hoffe ich zumindest. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ah, dummes Kind, dummes Kind. Ich habe den aber auch wirklich richtig geil erwischt, ne? Kann man ja nicht anders sagen, du. Okay, den haben wir schon mal erwischt. Das ist hervorragend. Wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nee, aus dem Weg, bitte. Bitte nicht explodieren, okay? Hier bin ich gerade lustig gesprungen. What the fuck? Hui! Komm, das muss es gewesen sein. Hilfe! Hilfe! Oh no 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 no. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht schlecht. Dich können wir brauchen. Hier ist eine kleine Belohnung für dich. Ha! Wir haben es geschafft! Weiter ist. Egal, erste Rennen geschafft. Ai. Und wir haben es überlebt sogar. Ich bin wahnsinnig. Okay, das mit der Schweberitis, da kann man auf jeden Fall so ein bisschen Weg gut machen. Ich war gerade mega konzentriert. Traurig, ne? Das erste Rennen. Das wahrscheinlich eigentlich so ein Tutorial sein sollte. Und ich glaube, ich habe gerade anderthalb Minuten einfach keine Luft geholt. Au. Ja, komm, du explodierst mir schon nicht weg. Du fliegst mir nicht unterm Arsch weg. So. Ab ins Versteck. Auf zum Atem. In den Slums läuft das Wasser wieder. Wär ja gern dabei, wenn der Baron das entdeckt. Dann rollen Köpfe. Ja, er hat bestimmt schlaflose Nächte wegen dem Drecksloch der Stadt. Wir haben Wort gehalten. Also wann sehen wir endlich den Schatten? Du wirst ihn sehen, wenn ich es sage. Aber bevor ich überhaupt daran denke, müsst ihr euch noch um ein Munitionslager kümmern, das wir in der Festung identifiziert haben. Haufenweise Crimson-Wachen, ständige Patrouillen. Aber die Festung ist verwundbar und der Untergrund braucht euch, um die Munition dort in die Luft zu jagen. Lasst nichts übrig, damit versetzen wir dem Baron einen Tiefschlag. Du schickst uns doch da rein, du Held! Was heißt da, wir versetzen ihm einen Tiefschlag? Ist schon okay. Ich will, dass der Baron weiß, dass ich ihm wehtue. Ich will Waffen haben, gib mir Waffen. Na gut, dann halt nicht. So. Natürlich brauche ich dafür Waffen, hör mal. Gut, ich bin gerade am Überlegen. Sollen wir nicht? Vielleicht, ja, nein. Oh, okay, das brennt noch ein bisschen. Noch nichts entdeckt. Ja, ich überlege gerade, ob wir hier schon mal unseren ersten Schnitt machen sollen. Ich muss ja noch ein bisschen was anderes aufnehmen, eigentlich. Ja, komm, wir hören jetzt hier auf. Ich hau heute hier nochmal einen über den Haufen. Ich will, dass unser Wagen nochmal in die Luft fliegt. Vorsicht! Bums! So. Ja, das war dann erstmal die erste Aufnahme. Also, wir haben jetzt wirklich echt noch nichts geschafft, ne? Vielleicht den Bruch. Okay, wir können die Kanonen zerboxen. Das nenne ich männlich. Nein, wir haben jetzt wirklich einen Bruchteil. Wahrscheinlich irgendwie einen halben Prozent oder so. Vielleicht kann man hier irgendwo mal was sehen mit Prozentanzeige. Das wäre doch mal schön zu sehen. Bestenliste vielleicht. Nein, Schießstand, okay. Das ist jetzt nicht das, was ich geplant habe. Da muss es doch irgendwo was geben. Hier, Spiel speichern. 5% haben wir immerhin schon. Siehste mal, ne? Ist ja schon mal was. Aber steht jetzt auch nicht so und so viel gesammelt von, ne? Oh, Gott, ich kann mir kurz strecken. Oh. Ne, das fehlt mir so ein bisschen, so eine allgemeine Statistik. So Haven City zum Beispiel, Stadtbezirk, 10 von 15 Precursor-Orbs gesammelt, Slums 5 von 7 gesammelt und sowas. Vielleicht gibt es das irgendwann noch, ich hoffe es auf jeden Fall. Ansonsten muss ich mir echt was einfallen lassen, weil da muss ich ja irgendwie gucken, dass ich dann hinterher alles bekommen habe, aber mal gucken. Kriege ich schon irgendwie hin. Ja, das war auf jeden Fall erstmal die erste Aufnahme von Jack 2. Macht echt Bock, muss ich sagen. Wird die Hölle werden. Echt, die ersten 5% waren in Ordnung und je weiter wir dann immer vorankommen, umso schlimmer wird es. Das kann ich schon fast garantieren. Ich kann mich dann noch so ein paar... Also grundsätzlich kann ich mich eigentlich an viele Momente erinnern.
wo ich mich einfach darüber aufgeregt habe, aber ich weiß nicht warum. Aber an eine Sache kann ich mich noch definitiv erinnern. Sogar an drei Sachen, glaube ich. Einmal, als ich in der Stadt war, habe ich mich stundenlang damit zugebracht, einfach alles zu erkunden, um auch alle Precursor-Ops zu holen, die man sammeln kann. Zum anderen, irgendwann die Renn-Challenges, habe ich gedacht, Alter, das schaffst du niemals. Und zum dritten, der Endkampf. Alter Vater, boah, da habe ich mich so aufgeregt damals, ne? Aber egal. Das wird dann irgendwann, in ferner Zukunft, werden wir wahrscheinlich auch diesen Moment nochmal wieder erleben dürfen. Gut, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Spieleauswahl zusagt, dass das Spiel auch bis hierhin gefällt. Es ist cool, also ich sag mal, Fans von Jack und Dexter, man soll es wegen der Story natürlich gespielt haben, aber ich kann schon verstehen, wenn man Jack und Dexter 1 gut fand, dass er vom zweiten Teil enttäuscht gewesen ist, da ich sowieso alles zocke, ne? Ey, für mich, mir macht das voll Bock. Echt, so dieses aufgabenbezogene Spielen, mit hier und da nochmal was erkunden und so, finde ich mega geil. Auch teilweise das Backtracking, dass man halt bestimmte Bereiche nochmal besuchen muss, oder dass es sinnvoll ist, sie später zu besuchen, weil es dann einfacher wird, wenn man das mit Waffen macht, etc. pp. Finde ich schon ziemlich geil und ich freue mich jetzt schon auch voll auf die nächste Aufnahme. Aber jetzt muss ich erstmal noch die letzten paar Sachen vom Adventskalender erledigen. Gut, ja, auf jeden Fall euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.